Diese prachtvollen Zeiten sind längst vorbei. Die Nachfahren des letzten Königs von Birma leben als einfache Bürger in dem südostasiatischen Land. Die britischen Kolonialherren und die jahrzehntelang regierenden Militärs fürchteten die Monarchen als potenzielle Rivalen. Sie sorgten dafür, dass Birmas königliche Familie im eigenen Land fast vollständig in Vergessenheit geriet. 1885 stürzen die Briten König Tibor und seine Frau Königin Supayalat vom Thron und zwingen sie ins indische Exil. Die jahrhundertelange Königsherrschaft in Birma kommt zu einem abrupten Ende, ebenso wie das luxuriöse Leben am Hofe. Sie regierten das Land, sie waren König und Königin und hatten die Macht, Leute töten zu lassen und all diese Dinge. Für sie war es wirklich eine fundamentale Veränderung im Exil in Indien. 1916 stirbt der König im Exil. Die Königin kehrt mit ihren Töchtern zurück nach Birma. Heute sind die Prinzessin und einer ihrer Brüder die letzten lebenden Enkel des Königs. In Birma sind die Royals kaum bekannt. Über ihre Geschichte wurde über zu viele Jahre hinweg nichts berichtet. Den Nachfahren hat niemand nachgespürt. Ihre Geschichte wurde nicht erzählt. Das Grab der Königin in Rangoon ist eines der wenigen öffentlichen Symbole. Seit Birmas reformorientierter Präsident Thein Sein allerdings das Grab des Königs in Indien besucht hat, findet Birmas Monarchie neue Beachtung. Den Thron im alten Palast von Mandalay besteigen will die mittlerweile 90-jährige Prinzessin nicht. Aber sie hofft, dass die königliche Vergangenheit Birmas ein wenig der Vergessenheit entrissen wird.